Ja, hallo zu einer neuen Sendung von Auf geht's, der Reha-Blog. Mich beschäftigt ein Telefonat, und zwar mit einem Anwalt. Was war passiert? Vor 11 Jahren hat sein Mandant einen schweren Unfall erlitten, lebensbedrohlich. Der Betroffene hat das, ich sag mal, so gerade so geschafft, und es ist eigentlich nur schön, dass man sich guten Tag sagen kann. Er ist relativ gut aus diesem Unfall rausgekommen und einige Sachen wurden nicht gesehen. Und zwar, er lag im Koma, er hat ein schweres Schädelhirntrauma dritten Grades gehabt. Er hat sich Gott sei Dank wieder so weiterentwickelt, dass er vom Körperlichen her keine Einschränkungen hat. Und ja, die neuropsychologischen Unfallfolgen wurden gar nicht geprüft und gecheckt. Und das ist ein Riesenproblem, weil sich das Ganze nämlich in den 11 Jahren weiter und weiter und weiter entwickelt hat. Und mit diesen neuropsychologischen Unfallfolgen hat sich dann auch ein anderes Problem aufgetan. Der Betroffene ist immer wieder an seine Grenzen gekommen. Er wurde nicht verstanden. Er hat vieles nicht verstanden, was bei so einer Informationsverarbeitungsproblematik, wie sie ja aus meiner Sicht neuropsychologische Unfallfolgen sind, ja, letztendlich hat sich alles aufgestaut. Und daraus entwickelte sich letztendlich, dass er sich an das, was ihm im Alltag passiert, beruflich, privat, ja, dass er sich daran nicht mehr anpassen kann. Und insofern haben sich der Unfallfolgen weiterentwickelt, nicht positiv. Und jetzt kam die Frage, ja, der hat doch ein Trauma erlitten und er muss jetzt traumapsychologisch behandelt werden und so weiter. Meine Empfehlung, mein Rat ist, nein. Wenn jemand neuropsychologische Unfallfolgen hat, die klar da sind, der hat Probleme bei der Informationsverarbeitung, geteilte Aufmerksamkeit, Konzentration, Merken und Sprache verstehen, dann kann Therapie nur so gut sein, inwieweit sich eine Therapeutin oder ein Therapeut auch auf diese Probleme einstellt. Und die Therapie kann nicht dann gelingen und auch nicht ankommen, zweckmäßig und lösungsorientiert, wenn letztendlich die Information nicht verarbeitet werden kann. Das führt wieder zu neuen Hürden. Ich komme nicht weiter, keiner versteht mich und löst das Problem nicht. Meine Empfehlung ist ganz klar, erst einmal neuropsychologisch ausführlich zu testen, auch in Bezug auf Arbeitskontextfaktoren. Ich habe dort mal eine Arbeitsplatzanalyse gemacht, wie ich das öfter auch bei Selbstständigen mache. Und letztendlich ist es so, dass hier erstmal geguckt werden muss, wo ist eigentlich das Verarbeitungsproblem, und danach die Klärung, welche psychologischen weiteren Unfallfolgen gibt es. Und das, was immer so in der, sage ich mal, Diskussion mit Anwälten und Versicherungen klar gemacht werden muss, ist, dass es ein Unterschied ist zwischen Neuropsychologie, also kognitiven Leistungen, und psychologischen Interventionen wie Traumatherapie, Gestaltungstherapie und so weiter. Also Schritt für Schritt vorgehen, das ist mein Vorschlag, und ich hoffe, dass ich diesem Anwalt ein bisschen helfen konnte. Wenn das für dich eine Anregung war oder du ähnliche Erfahrungen gemacht hast, dann schreib mir doch einfach eine persönliche Nachricht, entweder über das Kontaktformular auf unserer Homepage oder über eins der sozialen Medien. Bis dahin erstmal, bis zum nächsten Mal. Tschüss!